Steven Billig, Alexander Brückmann. Es geht jetzt in die Finale. Macht sich schon eine gewisse Nervosität breit und wenn ja, wie äußert sie sich? Ja, nervös. Vor dem Finale ist man immer ein bisschen natürlich, ein bisschen alle heiß und auf jeden Fall bereit für die Finalserie jetzt. Ja. Ja, ich denke auch, das ist für jeden was ganz Besonderes und Nervosität spielt auch eine kleine Rolle, kann man schon nicht verheimlichen, aber ich denke, wir sind auf jeden Fall motiviert und wollen jetzt den nächsten Schritt wagen. Der Duisburger Fan hat ja schon gestänkert und er sprach von Schauspielern bei den Freiburgern. Geht das in deine Richtung? In meine Richtung. Wenn er meinen Namen gesagt hat, ja, wenn nicht, dann nicht. Also, wie geht man mit solchen Äußerungen um? Ist mir eigentlich egal, was der gesagt hat. Also, wir werden unser Spiel spielen und wenn er meint, er müsste solche Kommentare da vor der Serie loslassen, dann soll er es machen. Mir ist das eigentlich ziemlich egal, Ihr lebt zusammen in einer WG. Wie muss man sich das vorstellen? Geht es da von morgens bis abends nur um Eishockey? nee, ich denke nicht. Also, wir sehen uns ja auch jeden Tag noch in der Kabine. Von dem her ist es eigentlich auch mal gut, wenn man daheim ein bisschen abschalten kann. Da kommen dann auch mal andere Themen auf den Tisch und von dem her sitzt nicht nur immer über Eishockey. Aber NHL auf der PlayStation, ist das schon ein Thema? Ja, man zockt natürlich ab und zu. Das können wir auch nicht verheimlichen, aber ja, sonst, klar, Eishockey ist ein großes Thema von uns beiden, aber wir konzentrieren uns auch. Es gibt noch andere Sachen im Leben. Ja. Wo gibt es denn da Konfliktpotenzial, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, also sportlich und dann auch noch privat? Eine gute Frage, vielleicht ab und zu beim Putzen, aber nee, sonst, ich glaube, das klappt eigentlich ganz gut und wir verstehen uns ja sowohl in der Kabine als auch zu Hause und von dem her gibt es jetzt eigentlich nicht so viele Konfliktpunkte. Frage nochmal zu den Ritualen, zu den, die man hat vor einem Spiel. Was sind das für Rituale? Ist das sehr wichtig für einen, dass man da immer wiederkehrende Dinge macht? Ja, man sagt ja immer, dass man halt seinen Ab, also wenn man gewinnt, dass man seinen Ablauf nie ändert. Und ich glaube, so ist das eigentlich. Ja, es sind nicht bestimmte Rituale, aber man will halt immer den gleichen Ablauf haben. Und ja, das ist so das Größte von uns, ja, glaube ich. Ja, würde ich auch sagen. Also, ich denke, jeder hat seinen bestimmten Ablauf und der ist man ja dann auch über die ganzen 8 Monate, so lange wie die Saison geht, gewohnt. Und von dem her ändert man da eigentlich auch nicht viel, sondern vor jedem Spiel dasselbe Essen oder nochmal kurz schlafen oder bestimmte Musik hören und von dem her hat ja jeder so seinen eigenen Ablaufplan. Vielleicht die letzte Frage, wie stehen eure Chancen? Wie würdet ihr das einschätzen in Prozenten? 60-50. Nein, keine Ahnung, es ist eine offene Serie. Beide Teams sind gut. Wir haben noch nie gegen Duisburg gespielt davor, aber werden uns jetzt nachher noch ein paar Videos angucken und uns dann gut vorbereiten auf die. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, es ist eine eng umkämpfte Serie. Ich denke, beide haben gut aufgestellten und breiten Kader und von dem her werden wir jetzt erstmal sehen, was uns am Freitag erwartet. Und ich denke, danach können wir vielleicht ein bisschen mehr sagen. Aber jetzt sind wir einfach nur gespannt und freuen uns, dass es endlich losgeht.